Hallo miteinander. Ich bin so froh, dass ich endlich ausgelernter Reiseberater bin und möchte euch dazu gleich die erste Reise empfehlen, und zwar mit dem Sparkasse Quizflieger. Dazu wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe des Sparkassen-Quizfliegers. Mit uns an Bord eines der sehr sympathischen Comedians von Adelberg, Maria Neuschmidt. Hallo. 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 Und ja, wir sind hier im Quizflieger zum Bergerraten für unser Pflegebett. Und das erste Motiv kommt auch schon auf der rechten Seite. Sehr gut zu erkennen, Dünzer Berg mit dem bekannten Fernsehturm. Boom, kommst du wie aus der Pistole. Ja, genau. Kenn ich natürlich sehr gut, weil wir gerade vis-à-vis wohnen. Aha. Und dann da herüberschauen können. Der tägliche Blick. Der tägliche Blick. Auf dieser Alpe hier rechts hat mein Sohn einmal gesenkt. Den Senner gespielt. Ja, na, ja. Gemacht. Gelernt, ja. Gelernt, ah. Ja, wunderbar. Ja, das ist cool. Und also vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich habe noch nie einen Rundflug übers Ländle gemacht. Bin sehr begeistert, auch wenn es jetzt ein bisschen wackelig ist. Ein bisschen wackelig. Das sind die schlechten Straßen vom Dünser Berg. Also wunderschön, ja, dass Maria mit dabei ist und 100 Euro schon Input von der Maria erraten. Wir fliegen über ihre Heimat, weil sie möchte so viel Geld wie möglich einspielen. Und sie hat gesagt, da kenne ich am meisten Berge. Jawohl. Maria, links unten deine Heimat. Jawohl. Und da spielst du auch? Richtig, in Gottes Kellertheater im Haus Galinerkopf. Und das Haus wurde benannt nach dem Galinerkopf. Soll ich den schon zeigen? Oder fangen wir zuerst mit der Gottesspitze an, weil die natürlich viel näher am Ort liegt. Jetzt spielt uns aber jemand an die Wand. Davongezogen. Also das wären dann auf den Schlag schon, weil wir hätten es am Programm gehabt, natürlich. Unglaublich. Wir werden jetzt vorbeifliegen, ganz klassisch, und du wirst es uns dann einfach sagen. Gut, ich habe sie natürlich schon links gesehen, aber jetzt drehen wir und dann habe ich sie zu meiner Rechten, die wunderbaren Berge. Ich werde sie dann noch einmal erklären. Sehr schön. Ja, schön. Perfekt. Ah, jetzt sieht man es gut. Jetzt ist das müsste jetzt ein Berg sein, der für dich, du hast ihn ja eh schon genannt. Ja. Jawohl, jetzt kommt der... Was wäre das? Das wäre die Gurtenspitze. Rumpel die Pumpel. Rumpel die Pumpel, 100 Euro. Wieder 200 Euro. Euro. Im Pott, wir fliegen jetzt im Steigflug schön dran vorbei. Jetzt haben wir, da sind sogar Leute oben, sie winken. Jawohl. Vorgezeigt. Ah, und jetzt sehen wir den Sattel rechts unten. Das ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel, weil es sehr schnell zu erreichen ist. Also da gehen die Leute sehr gern mal kurz in den Sattel. Ja. Jawohl. Und vorne auf 1 Uhr Position. Sattelköpfe haben wir da, oder? Rechts. Genau, ja. Das sind die Sattelköpfe. Wären dann die Hohnköpfe, ja. Sattelköpfe oder Hohnköpfe. Genau, ja. 200 Euro. Dann haben wir kommen wir jetzt zum Galinerkopf. Welcher ist der Galinerkopf? Ja. Da mit dem Kreuz oben jetzt rechts auf 1 Uhr, oder? Ja, wunderbar. Jawohl. Wer wäre ja, als Nummer 3 gefragt? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Der Galinerkopf. Von vorne unwahrscheinlich steil, von hinten ein sanfter Hügel. Ja. Imposante Felsformation. Ja. Ja, auch zum Galinerkopf hätten wir noch einige interessante Fakten. Sehr gut. Liegt auf 2198 Meter, im Rätikon natürlich, und der Grenzpfeiler
Also ist ein Grenzpfeiler zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg. So, jetzt wird es natürlich interessant, liebe Maria. Ja, also ich sehe die drei Schwestern, schauen natürlich aus dieser Perspektive wieder einmal anders aus. Ganz anders aus, viel fester wie auf der Bierflasche. Ja. Ah, also drei Schwestern rechts, oder? Ja, genau. Okay. Genau. Liebe Maria, wir schauen in deine Kasse und dürfen dir herzlich gratulieren zu 400 Euro. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. 500 Euro sehe ich im Blick die Mondspitze. Gut. Was gibt's zur Mondspitze denn Schönes zu erklären, Alfred? Ja gut. Ja, die Mondspitze liegt auf 1967 Metern. Und das Tolle an dieser Spitze ist, wenn man darauf steht, erhält man einen wunderschönen Fünftälerblick auf das Brandnertal, das Montafon, das Klostertal und das große Walsertal und natürlich das Walgautal. Mit der Alpenstadt Bludenz. Maria, warst du auch schon auf der Mondspitze? Nein. Okay, aber du kennst sie vom See? Ja, natürlich, weil direkt von meinem Balkon sehe ich auf die Mondspitze. Ah. Immer bei Sonnenwendfeuer ist auf der Mondspitze und dieser ganze Grat hinüber sind überall Feuer und das ist natürlich sehr schön anzusehen. 500 Euro in der Kasse für unser Pflegewesen. Maria, herzlichen Dank. Ein guter Schnitt, ein sehr guter Schnitt. Ein guter Start, gell? Jawohl. Ja. Aber jetzt wird es schwieriger. Wer mich kennt, der weiß, dass ich eine leidenschaftliche Bergsteigerin bin. Okay, überall schon gewesen. Überall schon gewesen. Ja, mit der steigenden Fußzahl heben wir jetzt auch das Niveau ein bisschen an. Ja, jetzt wird das Niveau sehr hoch. Ja, wie du bereits richtig erkannt hast, sind wir jetzt über das Brandnertal geflogen und auf dem Weg zu unserem nächsten Berg. Wir befinden uns hier schon in schwindligen Höhen in der Vorarlberger Hochszenerie im Rettikon-Gebirge. Und den Berg, den du uns nennen solltest, ja, Mittagsspitz. Moment, kommt bei dir auf der linken Seite jetzt schön ins Bild. Schön ins Bild, die Zimba. Ja, wunderbar. Sehr gut. Perfekt, da sehen wir sie im Nebel verschwinden. Auf der Südostseite die Fandanzer Steinwand. Genau. Ja genau, Zimba, wunderbar. Ganz toll. Ein Erlebnis dieser Rettikon. Wie nennt man es denn noch? Ja, die Zimba. Zuerst einmal ein 2643 Meter hoher Berg in der, wie du richtig gesagt hast, Bananzer Steinwand. Und aufgrund der Ähnlichkeit in Bezug auf das Aussehen wird sie von den Einheimischen liebevoll als das Matterhorn Vorarlbergs genannt. Und der Berg wurde bereits 1848 zum ersten Mal bestiegen. Und die Bananzer Steinwand an sich bildet die Grenze zwischen Fandanz und dem Brandnertal. Sehr gut. Und wir schauen in die Kasse. Jawohl. Ja. 600 Euro. Wahnsinn. Hat sie eingespielt, Wahnsinn. Unsere Wahnsinn. Comedian Lady. Toll, Maria. Oder Gurtis Spitz. Ganz toll, ganz, ganz, ganz toll. Ja, wir bewegen uns jetzt Richtung Süden und derzeit befinden wir uns über dem Ski- und Wandergebiet Golm. Und naja, natürlich haben wir jetzt eine deiner Mittagsspitzen vorbereitet. Jetzt stellt sich für uns nur noch die Frage, errätst du auch, um welche es sich handelt? Jawohl, hier zur Rechten die Mittagsspitze und das ist die Chagunzer, oder? Chagunz? Ja, Chagunzer Mittagsspitze. Ja oder nein? Ja, bravo, sehr gut. Ja, sehr gut, weil Mittagsspitze, habe ich festgestellt, gibt es überall im Vorarlberg. Und okay. Immer, wenn mich dann Gäste fragen, wenn sie mich antreffen, sagen, ach, können Sie uns sagen, wo es hier auf den Berg geht und wie der heißt? Dann sage ich immer, das ist die Mittagsspitze. Ganz einfach. Ganz einfach. Unbürokratisch. Nur weil zu Mittags dort immer die Sonne hochsteht. Ja, genau. Ja, liebe Maria, rechts tut sich uns jetzt ein Panorama auf von diesem Berg mit dieser wunderschönen Platte davor. Da hast du, dämmert es irgendwie, wenn wir uns hinten sehen, wir das Montafon, die Mittagsspitze. Ich bin unglaublich beeindruckt von diesem Berg, von diesem Plateau. Und diese Spitze, die jetzt rechts kommt, Maria, die sollten wir wissen. Ja, die sollten wir jetzt wissen. Sehen auch schon Leute oben. Tatsächlich. Wir haben noch ein paar Sekunden, bis wir im Nebel. Ja. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Maria, deine Antwort bitte.
Ist ein Planer. Nein. Nein. Nein, leider. Und weil wir Piloten immer sauer werden, wenn man einen Berg nicht errät. Vor allem wir Flying von Adelberg Expert. Ja, der eigentlich so einfach zu erraten wäre mit dem Namen Sulzflu. Ja. Ja, Sulzflu ist jetzt überhaupt nicht einfach zu erraten. Natürlich. Weil Sulz ist meilenweit weg von hier. Da hast du auch wieder recht, aber ein Argument. Nichtsdestotrotz ist es die Sulzflu. Bitte schön. Bitte schön. Hier Heikel serviert. Heikel. Da wurde ich jetzt ganz schön an der Nase rumgeführt. Mahlzeit. So. Ja. Während Maria sich den kulinarischen Genüssen hingibt, bitte ich mich noch einigen Informationen. Jo. Ja, die Sulzflu gehört mit dem Hauptgipfel in 2818 Metern Höhe und dem 2812 Meter hohen Westgipfel zu den 10 höchsten Alpengipfeln im Rätikon. Aha. Zwischen Graubünden und Vorarlberg. Ja, ja. Und Flus haben wir einige in Vorarlberg. Das ist das althochdeutsche Wort für Felswand. Ah, Flu. Das habe ich auch nicht gewusst. So. Nächst Flu und Mittagsspitze, jetzt werde ich mein Wissen erweitern. Der Horizont. Ja, mein Horizont, und ich werde sagen, es ist die Mittagsspitze, das ist die Flu. Genau. Ja, Maria. Schnelle Antwort, schnelles Glück, schnelles Geld. Ja, genau. Jetzt beim nächsten Berg handelt es sich nicht um eine Flu, nicht um eine Mittagsspitze, sondern um einen Hausberg, und zwar der Hausberg der Gagellner. Das ist die Madrisa. Hervorragend. Ausgezeichnet, Maria. Jawohl. 800 Euro haben wir. Wunderbar. Maria, du bist auf Sensation. Oh. Ja, nicht überall schon da gewesen. Ja, die Madrisa ist ein 2770 Meter hoher Berg in der Madrisa-Gruppe im Rätikon, also dem Grenzgebiet zwischen Vorarlberg und der Schweiz. Wir nähern uns dem Ende unserer Sendung und befinden uns jetzt in Vorarlbergs starkem Süden. Und jetzt wollen wir eigentlich von dir nur noch wissen, Maria, wie denn der höchste, wichtigste Berg Vorarlbergs heißt. Wenn wir hier schön umfliegen auf deiner rechten Seite, schön wunderbar, serviert. Wunderbar, der Pitzbuin. Ja, wunderbar. Gerade gefallen, der Begriff. Pitzbuin. Und unser Gesamtresümee für diese Sendung mit Beträgt 900 Euro. 900 Euro für unser Pflegebett und eine Zitrone. Sensationell. Perfekt. Liebe Maria. Sensationell. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein mit dabei sein. War sehr schön von dir, sehr humorvoll, ein schöner Flug. Ich bedanke mich für die Einladung. Es war sehr, sehr schön. Jetzt fliegen wir aber Gott sei Dank gerade nach Hause. Wir fliegen jetzt gerade nach Hause. Ich hoffe auf keine Luftturbulenzen. Nein, wir fliegen ganz ruhig. Also nochmal vielen Dank, Maria, fürs mit dabei sein. Gern geschehen. Und wir zwei sagen mit unserem Kameramann Alex herzlichen Dank fürs dabei sein und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.